Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute gibt es mal, wie im Titel schon gesagt, meine negativen Erfahrungen mit der Trade Republic App. Einige Dinge wurden schon behoben, andere vielleicht noch nicht. Da gibt es vielleicht ein bisschen Verbesserungspotenzial. Ich muss dazu sagen, es ist wirklich nicht viel, was ich habe. Was mir aufgefallen ist, ich nutze Trade Republic jetzt seit April 2020, also ja, gute anderthalb Jahre, fast zwei Jahre, und bin mehr als zufrieden. Also es gibt, alles gefällt mir eigentlich, die Ansicht gefällt mir, wie einfach es ist, Aktien zu kaufen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, es gibt oder es gab im vergangenen Jahr jetzt vor allen Dingen auch ein paar Sachen, die eher negativ aufgestoßen sind, worüber ich einfach sprechen möchte. Falls ihr meinen Kanal abonnieren möchtet, denn hier gibt es täglich Depot-Updates und so weiter, alles ums Thema Aktien und Co., dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert, also den Kanal abonniert, mich damit unterstützt, die Glocke aktiviert, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. So, fangen wir an mit einer Sache, die letztes Jahr im Januar passiert ist, und zwar habt ihr ja vielleicht alle vom Hype mit GameStop, mit AMC und so weiter mitbekommen. Und ich hatte auch ein paar Meme-Aktien im Depot. Also ich hatte ganz schön viele Meme-Aktien im Depot, unter anderem GameStop, AMC und Nokia beispielsweise. Und letztes Jahr war es tatsächlich nicht mehr möglich. Ich meine, es war bei GameStop und AMC so. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei den anderen Aktien auch so war, diese Aktien zu kaufen, sondern nur zu verkaufen. Das geht natürlich gar nicht, und es war halt schon eine Ausnahmesituation, das muss man dazu sagen. Die Stimmung am Markt war sehr, ja, wie soll man sagen? Also, falls ihr selbst dabei wart, wisst ihr wahrscheinlich, was ich meine. Es gab ein krassen Aufschwung, es gab einen krassen Abschwung. Also es ging auf und ab. Es haben ultra viele Leute gekauft, und der Server von der Trade Republic Bank ist so ein wenig zusammengebrochen. Also teilweise kam die Order nicht wirklich durch bei der Lang und Schwarz, bei der Börse, wo man hier seinen Aktienkauf abwickelt. Und das hat natürlich genervt. Also das war mehr als blöd. Es gab von Seiten von Trade Republic dann natürlich auch Entschuldigungen, wobei es am Anfang hieß, dass das irgendwie noch gerechtfertigt wurde. Also man hat E-Mails auch bekommen, jeder Anleger von Trade Republic. Und dann, ja, kam Entschuldigung. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt verbessert wurde, dass einen solchen Ausnahmezustand seit dem GameStop-Hype gar nicht mehr richtig gab. Wird man auf jeden Fall sehen. Ist natürlich kein gutes Zeichen, wenn so ein Broker quasi in Krisensituationen nicht standhaft ist. Also da bedarf es natürlich viel Verbesserung. Das würde ich mir wünschen, dass das dann anders ist. Wird man auf jeden Fall sehen, ob das dann nochmal so passieren wird oder nicht. Das war bei dem Broker Robinhood ja ähnlich, dass man dort auch nur noch Aktien verkaufen konnte, aber nicht mehr kaufen. Ist natürlich blöd gelaufen, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die mich gestört hat im letzten Jahr. Dann auch schon die letzte Sache eigentlich, auch nur was Kleines, beziehungsweise zwei kleine Sachen hätte ich noch. Und zwar wird hier sieht man ja die beliebten Aktien, wenn man auf dieses Lupensymbol unten klickt. Und damals war es so, also was heißt damals, vor ein paar Monaten war es eben so, dass hier auch tatsächlich die beliebtesten Aktien noch standen. Also dort stand auch beispielsweise mal eine GameStop-Aktie ganz oben oder mal, was weiß ich, eine AMC-Aktie.
das ist seitdem nicht mehr so. Also man sieht hier immer nur die gleichen 5 Aktien, Amazon, Tesla, Apple, Microsoft und Alphabet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das tagtäglich die beliebtesten Aktien sind. Also ich würde mir wünschen, dass ja auch wirklich mal die Aktien vorne stehen, die im Gespräch sind, die vielleicht ein bisschen im Hype sind, wo man einfach mal gucken kann, ah, okay, oder dann auch Bescheid weiß, ah, okay, scheinbar kaufen die und die Aktien gerade viele Menschen, ja, wurde irgendwie nicht mehr aktualisiert oder wird nicht mehr aktualisiert, warum auch immer. Ich würde es dann nicht mehr beliebte Aktien nennen. Also ich würde es dann einfach nur noch Aktien nennen oder hier ETFs oder Derivate, wobei die Derivate hier auch fast die gleichen Aktien sind wie oben. Weil so könnte das schnell verwirrend sein. Also unter beliebteste Aktien stelle ich mir dann halt was anderes vor. Und ich fand das, wie gesagt, von vor ein paar Monaten eigentlich ganz gut, dass hier die ja, Aktien, die halt gerade im Gespräch sind, immer aktualisiert werden. Ist jetzt nicht mehr so, warum auch immer. Finde ich schade. Dann noch eine kleine Sache, die vielleicht nur bei mir so ist oder vielleicht bei euch auch so ist. Und zwar, wenn ich hier mein Depot sehe, dann und dann hier oben auf diese 126,85 Euro klicke, die ich hier gerade im Minus bin oder an diesem Tag gemacht habe und da halt draufklicke, dann kommt ja die Prozentzahl, also die relative Zahlen. Das sind 1,36%. Teilweise funktioniert das bei mir nicht. Also beispielsweise gehen wir jetzt mal, keine Ahnung, auf Lockheed Martin. Und ich klicke jetzt gerade hier oben auf diese plus 1,07% und müsste dann ja eigentlich die absolute Zahl sehen. Und das, ja, funktioniert einfach nicht. Also ich weiß nicht warum. Die neueste Version ist eigentlich runtergeladen. Ich habe es auch schon neu gestartet. Ich weiß nicht, ob es an meinem Handy liegt oder an meiner App. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ja, kann ich das nicht mehr ändern. Hier bei der Performance geht es noch. Also wir sehen ja hier 6,03% oder 35,40 Euro. Das funktioniert. Und so würde ich mir das halt hier oben auch wünschen, dass das einfach wieder geht. Ist wahrscheinlich ein Bug. Wird sich wahrscheinlich einpendeln, dass das bald wieder funktioniert. Aber ja, ist natürlich schade. Ansonsten vielleicht auch noch eine kleine Sache, die mich, ja, also die mich nicht ein bisschen stört, die man vielleicht verbessern könnte, das jetzt aber absolut meckern auf höchstem Niveau. Ich weiß jetzt nicht, bei welcher Aktie, können wir mal, bei irgendeiner Aktie, gut, hier auch nicht, oder vielleicht haben sie es schon verbessert. Ah, hier sieht man es. Ich bin jetzt auf irgendeine Aktie gegangen. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Aktie ist. Amcor, keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich mir wünschen, dass man für jede Aktie hier unten die aktuellen Nachrichten hat. Das ist natürlich schwierig, weil es wahrscheinlich nicht für alle Aktien hier Nachrichten gibt. Aber tatsächlich gibt es, ich weiß nicht, bei welcher Aktie das war, hatte ich auch schon gesehen, da gibt es dieses Nachrichtenfenster nicht. Und obwohl es eben aktuelle Nachrichten gibt. Also da frage ich mich auch, warum nicht? Also könnte man ja einfach einfügen. Wäre auf jeden Fall cool, wenn das für alle Aktien möglich wäre. Wie gesagt, das Meckern auf höchstem Niveau. Ich finde Trade Republic sonst echt top. Also habe hier eigentlich fast nichts anzunörgeln. Ja, deswegen das vielleicht noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, die man beheben könnte. Aber sonst stört es einen nicht wirklich. Wie gesagt, das Einzige, was mich wirklich richtig genervt hat, war letztes Jahr diese ganze Hype-Aktien-Sache oder Meme-Aktien-Sache, dass man eben, wie gesagt, nicht mehr kaufen konnte, nur noch verkaufen. Ich finde, das geht nicht. Das ist, ja, also viele, ich kenne auch einige, die dann weggegangen sind von Trade Republic, weil sie eben genau das gesagt haben, dass man eben in Krisenzeiten nicht auf diesen Broker setzen kann. Ich finde, das ist tatsächlich ein bisschen übertrieben, aber ja, muss natürlich jeder für sich entscheiden. Wie gesagt, ich bin von Trade Republic überzeugt.
Ich finde das, ja, ich finde die App super, aber nur die Punkte, die man vielleicht verbessern könnte oder die mir jetzt so im letzten Jahr negativ aufgefallen sind. Ja, ansonsten schreibt mir natürlich gerne mal eure Erfahrungen mit Trade Republic in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja noch Sachen, die ihr nicht so toll findet oder die ihr verbessern würdet. Ja, das waren jetzt die Sachen von mir. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr möchtet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Video. Bis dann!